Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ace Attorney Choco 2 Fall 4. Wir sind mitten in den Verhandlungen und müssen nun irgendwas beweisen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe jetzt ein, zwei, drei Tage nicht aufgenommen. Ich weiß nur, dass Rani Kausch, glaube ich, die richtige Antwort war. Deswegen machen wir schnell weiter, damit ich wieder ins Spielgeschehen eingreifen kann und euch wichtige Informationen bieten kann, wie Choros. Nee. Nimm das! Vergiss das einfach. Lasst es mich so erklären. Ich weiß zwar jetzt nicht, was er erklären will, aber er darf jetzt mal gerne erklären. Wir haben vier Leute. Felsener, Bühner, Salz und Kausch. Felsener kann der zweite Bühner nicht sein. André bräuchte die Perücke dafür nicht und war ohnmächtig und Salz ebenfalls. Die einzige Person, die übrig blieb, ist das Opfer, Ronny Kausch. Darf ich dich daran erinnern, dass Kausch die einzige sein kann, der es unmöglich war, dort zu sein? Wo zu sein? Immerhin ist sie tot, aber davor nicht. Ach, ist sie das? Natürlich. Wenn du dir so sicher bist, wie wäre es, wenn du mal was beweist? Zum Beispiel die Leiche. Worauf wollen sie eigentlich hinaus, Herr der Hedgehog? Ich sage, dieser Vorfall war gar kein Mord. Es war ein Gefängnisausbruch von Bühner geplant, um Kausch aus dem Asylum zu kriegen. Ruhe im Gerichtssaal. Herr Hedgehog, Ihnen ist schon klar, dass Sie jetzt Ihre komplette Theorie erklären müssen. Ja, das ist mir klar. Dann fang mal an, das will ich sehen. Ich habe bereits erklärt, wie Kausch befreit wurde. André Bühner schrieb einen Brief an Salz, in dem der Lügner behauptete, er sei Kausch. Er brachte ihn so zum Asylum. In dem Päckchen waren dann auch eine Pistole und eine Uniform drin, die er später brauchen würde, um Kausch zu verkleiden. Darum konnte die Uniform später auch niemanden mehr finden. Kausch ist damit geflohen. Da fehlt aber noch ein großes Stück in deiner Theorie. Du hast gesagt, wie Salz zum Asylum rein und Rausch und Kausch aus dem Asylum rauskam. Aber was genau ist dann im Asylum passiert? Damit ihr Plan aufgeht, hätte Salz ohnmächtig geschlagen worden sein. Aber niemand hat ihm dies angetan. Wie kann das sein? Ich muss mir schon etwas ausdenken. Also kannst du es oder nicht. Der Moment, in dem du keine Erklärung mehr hast, ist der Moment, in dem du verlierst. Ich werde es erklären. Dann erklären Sie, Herr Hedgehog, warum wurde der Angeklagte ohnmächtig? Erstmal safe setzen. Ich hab doch null Plan, Junge. Warum wurde er ohnmächtig? Warum wurde er ohnmächtig? Vielleicht hat er Blut. Also hat er so eine Schwäche gegen Blut. Ja, das kommt jetzt noch nicht wahrscheinlich. Leute. Ich würde schon sagen, das Blut, aber nee, das wäre jetzt wieder eine Theorie. Vielleicht hat er ja auch gar keine Schwäche für Blut. Ach komm, André, du hast ihn K.O. geschlagen, okay? Einspruch! Scheiße. Dann muss ich kurz cutten und herausfinden, was der richtige Beweis ist. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Nach etlichen langen Nächten, Tagen des Überlegens ist mir eigentlich nur noch eine logische Schlussfolgerung eingefallen. Es muss Rani selbst gewesen sein. Und es ist auch so. Denken wir zurück an das, was André über Rani Kausch sagte. Oh je, Flashback. Es ist schwer, dabei nicht einzuschlafen. Denn nachts singt sie immer irgendwelche Schlaflieder. Es war schon spät in der Nacht und Salz ist sehr alt. Er wurde durch eines dieser Schlaflieder zum Einpennen gebracht. Hey, was? Okay. Wenn das so einfach funktioniert. Das ist lächerlich. Unmöglich ist das passiert. Ich gebe zu. Es ist nicht wahrscheinlich, aber es ist nicht unmöglich. Das Wichtigste ist doch, dass es meine Theorie perfekt ergänzt. Weiter in meiner Theorie. Wenn kein Mord stattfand, was ist dann mit der Mordwaffe und dem Blut? Die Mordwaffe wurde von...
von Kausch selber gefeuert, würde ich jetzt mal so ganz glatt sagen. Wenn Salz pennt, und Salz muss ja unschuldig sein, also kann er, muss er schon mal raus sein. Bühner glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube einfach erstmal Kausch. Das ergibt für mich am meisten Sinn. Es muss Kausch gewesen sein. Denn auf der Waffe waren nur die Fingerabdrücke von Salz. Und da Bühner keine Handschuhe hatte, müssen wir davon ausgehen, dass es Kausch selber war. Wie bitte? Sie wollte dafür sorgen, dass Salz schuldig scheint und es wie einen Mord aussehen lassen. Niemand würde seinen einen Toten suchen. Das erklärt noch nicht, warum Kausch die Pistole jetzt geschossen haben soll. Selbst wenn sie Handschuhe trug, könnte es immer noch Salz gewesen sein. Kausch nutzte die Pistole, um sich selbst zu verletzen. Das Blut würde dann an die Wand geschmiert werden. Danach zog sie die Uniform an, was auch das Bluten erstmal stoppen würde. Und der zweite Schuss ging mit Absicht auf Kopfhöhe in die Wand, um es wie einen Mord wirken zu lassen. Aber eine Frage stellt sich uns allen noch. Wenn das alles Bühners Plan war und seine Geschichte eine Lüge ist, warum war er dann ohnmächtig? Und vergiss nicht, er hat eine Wunde am Kopf, was einen Schlag beweist. Vanitas wird langsam wütend, ob er wohl einsieht, dass er verliert. Zeit für den letzten Teil meiner Theorie. Bühner wurde ohnmächtig, weil... Ja, wenn es schon ein Plan war, muss es schon geplant gewesen sein. Er war von Anfang an so geplant. Inwiefern denn geplant? Andre Bühner wurde wirklich ohnmächtig geschlagen. Doch zu diesem Zeitpunkt war Richter Salz bereits bewusstlos. In anderen Worten bleibt nur seine Komplizin Kausch übrig, die ihn als Teil ihres Planes ohnmächtig schlug. Das macht aber überhaupt keinen Sinn. Nur weil es keinen Widerspruch erzeugt, ist es nicht gleich richtig. Wenn man das Unmögliche entfernt, bleibt nur noch das Unwahrscheinliche. Die Frage lautet also nicht, warum es so sein sollte, sondern welchen Sinn es haben könnte, wenn dem so ist. Schön gesagt, aber da es deine Theorie ist, musst du sie beantworten. Warum also sollte er ohnmächtig Warum also sollte er ohnmächtig sein müssen? Das ist einfach. Er brauchte ein Alibi und Kausch brauchte genug Zeit, verkleidet zu fliehen. Verkleidet zu fliehen. So, meine Theorie erklärt alles und ohne Widersprüche. Oder habe ich was übersehen? Staatsanwalt Vanitas? Ragequit! Und das beweist, dass mein Klient Richter Salz unschuldig ist und der Mord in Wirklichkeit ein Gefängnisausbruch war. Das war soweit nur eine Theorie. Wir müssen jetzt von Bühner selbst hören. Oh nein, Bühner. Du hässlicher. In Ordnung, André Bühner. Toros Theorie wurde Ihnen erklärt, ja? Dam, 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 dam. Nun, stimmen die Anschuldigungen oder nicht? Natürlich nicht. Ich habe immer recht. Sie hatten vorhin auch nicht recht. Wie soll es denn sonst gewesen sein? Ihr Idioten, ich bin echt der Einzige hier mit Hirn, hm? Also im Vergleich zu Choro, ja, Seri möglicherweise, Alex auf jeden Fall und Vanitas, ja okay, da jetzt nicht. Der Einzige, der wirklich aber mega viel Hirn hat, ist der Mogri da rechts oben. Riskieren Sie die Strafe nicht, Bühner. Du gibst eh nur mir Strafen, was willst du eigentlich? Aber es ist doch so. Es ist genau, wie ich ausgesagt habe. Ihnen ist aber schon klar, dass Ihre Aussage eine fette Lüge war. Dam, dam, dam. Oh, Rage Quit Teil 2! Ja, meinetwegen. Ich habe mich ein wenig geirrt. Die Theorie von Eagle stimmt. Ein bisschen geirrt. Das war sozusagen genau das genaue Gegenteil. War das etwa ein Geständnis? Was, wenn? Ich habe niemanden umgebracht. Nein, unmöglich. Choro Flühl hatte recht. Ja, Vanitas. Die Zeit wird kommen. Es war aber nicht mein Plan. Stimmt ja, wenn man so nachdenkt, kennen wir sein Motiv dafür nicht. Jemand anderes dachte sich den Plan aus und hat mir einen Haufen Kohle dafür bezahlt, ihn durchzuführen. Sagan, du wirst mir jetzt ein bisschen verdächtig. Okay, mein lieber Freund. Eine Person mit sehr viel Einfluss. Und wer war diese Person? Also wirklich, ich gebe Ihnen doch nicht die Identität von einer anderen Person so preis. Hör gut zu, nichts nutzt von Zeuge, der nicht mal einen eigenen Plan erstellen kann. Du hast eine Massenmörderin befreit. Das ist eine große Straftat. Wenn du allerdings verrätst, wer dahinter steckt, werde ich dir deine Strafe persönlich verringern. Ja, ja, nur 500 Jahre des Todesquals und Vanitas Anblick und, ja, in Ordnung. Der Schuldige ist Chefrichtermeister Sagan. Wusste ich's doch. What the fuck? Mein eigener Chef! Verräter Sagan. Nein, der Insider des Jahres. Okay, ich bin auf jeden Fall. Daher kommt es also. Okay, gut, es gibt einen Pluspunkt in der Endabrechnung. Nein, unmöglich. Meister Sagan ist mein Lehrer, ich kenne ihn. Das mit dem Verräter Sagan müsst ihr jetzt nicht kapieren, das ist ein Insider. Trotzdem hat er es getan. Rani Kausch ist bei ihm sogar versteckt. Fresse halten, du kriegst eine Strafe mit lebenslänglich. Chill mal eine Runde, ich habe Beweise. Sollten wir andere wirklich glauben? Dann zeig uns die Beweise.
Schaut, ich habe Sagan angerufen. Hier, seht ihr die letzte Nummer, die ich gewählt habe? Die Nummer lautet... Ah, das ist also seine Telefonnummer. Das war eine Crap-Nummer. Ich kenne die Nummer von Meister Sagan. Und es ist nicht 7089, doch. Das ist nicht mal generell eine Nummer für ein Telefon oder Handy. Warte, das bedeutet doch, was in Sagans Zimmer passierte. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, welches Telefon angerufen wurde. Herr Hedgehog, ich warne Sie. Ein Fehler und Sie kassieren eine Strafe von 900... Wow, Hitchcock! Übertreib halt. Naja, ich glaube, dieses Telefon wurde mit der Nummer angerufen. Wie viele Telefone haben wir denn hier? Also ich denke mal, es könnte vielleicht die Telefontruhe sein. Nimm das! Sagan hat diese Truhe in seinem Büro, aber diese Truhe ist außerdem auch ein Telefon! So witzig, wie das klingt. Wie bist du denn auf sowas gestoßen? Ich war gerade zufällig da, als das Telefon losging. Du hast also während einer illegalen Untersuchung herausgefunden? Dam, dadam. Dafür werden sie nicht nur eine Strafe und eine Anzeige kriegen, sondern die Nummer dieser Truhe ist nicht zwingend 79, doch. Ich habe noch mehr Beweise, wartet bitte. So, wo ist das? Genau hier. Nimm das! Zusätzlich in seinem Büro ist dieses Notizbuch. Und die erste Notiz dieser Seite lautet 7089. Das kann kein Zufall sein. Ich würde gerne auch was dazu sagen, aber was willst du jetzt? Die zweite Notiz lautet 112522 Optimus Discipulus Est. Blablabla bla, bla bedeutet, ist der beste Schüler. Und blablabla bla, bla soll wohl 1, 12, 5, 22 sein. Und die Buchstaben mit den Zahlen 1, 12, 5, 22 sind Alex. Diese Notiz ist also auf euch gerichtet, Richter Alex. Ja, das wusste ich bereits. Präzise. Da beide Notizen auf der gleichen Seite sind, bedeutet das, dass sie die ganze Zeit wussten, dass die Nummer 7089 ist. Das heißt, der unparteiische Richter hat gerade Sagan beschützt. Du Hundesohn! Ich mache einen Vorschlag. Joe erhält keine Strafe und Anzeigen für die Suche und Sagan wird festgenommen. Im Gegensatz wird niemand was davon erfahren. Das ist aber jetzt auch ein bisschen illegal. In Ordnung. Es wird dann also Zeit für das Urteil. Wir sind aber leider noch lange, lange nicht fertig. In Ordnung. Wenn es keine Einsprüche gibt, werde ich jetzt mein Urteil über Richter Salz fällen. Nein, unmöglich. Das Gericht befindet Richter Salz für... Damit wäre das bewiesen, aber... Wir haben noch eine sehr, sehr größere Frage zu klären. Hi, Marco. Oh, hallo, ja, der Hedgehog. Ha, das ist doch gut gelaufen. Warum warst du eigentlich gar nicht bei der Urteilsverkündung? Du bist viel zu alt. Ich dachte, ich würde für schuldig gesprochen werden. Ein bisschen mehr Vertrauen, bitte. Gute Arbeit, Klo. Ich meine, Choro. Wir haben jetzt ein Suchteam zu Sagans Büro geschickt. Wir werden die Kriminellen schnellstmöglichst hinter Gitter kriegen. Danke. Dank an Tribüner wissen wir, dass Kausch sich bei Sagan versteckt. Wir werden sie überraschen. Oh, mit Kuchen und Kaffee und sonst was? Ja, komm, wir gehen jetzt auch schnell hin. Was ist los? Wir haben gewonnen. Ich bin euch beiden sehr dankbar, aber ich verstehe es einfach nicht. Was denn? Ich kenne Sagan nun schon so lang. Warum wollte er mir einen Mord anhängen? Ich glaube, ich weiß warum. Er wollte, dass sein Schüler zum neuen Hauptrichter hier wird. Und dafür musste er dich loswerden. Und sowas würde er wirklich tun. Hey, zur Feier des Tages, warum kommt ihr zwei nicht zu mir nach Hause? Ich mache Abendessen. Klar. Und Marco? Nein, tut mir leid, ich muss leider ablehnen. Ich habe noch Wichtigeres zu tun. Ja, Drogen konsumieren. Bis demnächst, ihr zwei. Und erneut vielen Dank. Ich werde mich meinem Team und nun anschließen und zu Sagan gehen. Bis später. Hey, yo. Scheint so, als ob nur wir beide übrig geblieben sind. Jetzt können wir das nachholen, was wir damals nicht nachholen konnten. Keine Sorge, ich esse... wie 10 Personen gleichzeitig. Oh ja, und das ist noch in seiner Diätphase. Also wenn er wirklich mal normal lebt, dann ist er locker für 15 Personen mit. Wenn er gerade Heißhungerattacken bekommt, dann auch für 20. Ich dachte wirklich, dass so eine dass es eine gute Idee war, das Ende so mit Seri zu feiern. Hey, nochmal was. Ich dachte wirklich, dass es eine gute Idee war, das Ende so mit Seri zu feiern. Was passiert denn jetzt? Doch wer hätte gedacht, dass dies noch nicht das Ende war? Ja, ich wusste schon die ganze Zeit, du Hund. Oh Mann, warum ist die vielleicht Vision vor allem. Möglichkeit. Nicht anwesend. Vision, ey. Fuck, Alter, sie haben Lachs. Sie haben Fisch, sie haben Braten, sie haben Tee, sie haben... Boah, ich komme auch, ey. Das war heute echt einfacher als gedacht. Das ist irgendwie cool, aber irgendwie auch voll surreal. Ja, ich bin inzwischen einfach gut. Ich hoffe, das kommt nicht so angeberisch rüber.
Also die Tatsache, dass ich jetzt gerade dein Gehirn bin und ich eigentlich deine Antworten steuere, schon. Und da du manchmal echt Fehler gemacht hast, die auf mir beruhen, heißt das, dass sowohl du als auch ich dumm sind. Ende der Durchsage. Mein Handy. Oh, hol dir mal einen anderen Klingelton. Hallo? Spreche ich da mit Herrn Chlorophyll? Wer könnte das wohl sein? Oder es ist eine Farce? Chlorophyll, ist es etwa... Er spricht kein Chlorophyll, er spricht Togodetschak. Dachte ich mir doch. Hier spricht Chatterwald Vanitas, der vom Salzsal. Salzsal! Salzfall! Ich weiß, dass ich 20... Das ist 20 Minuten her. So oder so. Ich habe etwas Wichtiges, was ich mit dir bereden muss. Nanu, was... Wo hat er überhaupt die Handynummer her? Ich warte dann in der Gerichtslobby. Bis später. Er hat mir nicht mal gesagt, warum. Ich bin auch hier, Choro. Rede nicht mit dir selbst, wenn andere Leute da sind. Richtig. Also, zurück zu uns. Wie wär's, wenn wir den nächsten Mal ausgehen? Oh, sorry, was geht jetzt ab? Du willst wirklich auf die ganz, ganz leichte Tour. Ausgehen, du meinst wie... Nein, das ist was anderes. Was mit ausgehen gemeint ist... Nein, das andere, was mit ausgehen gemeint ist, ist natürlich auf ein Date. Was? Jetzt nochmal. Nein, das andere, was mit ausgehen gemeint ist, natürlich auf ein Date, Superdenker. Hä? Den Satz kapier ich nicht. Also ich, noch ein Anruf. Jetzt Choco der Hedgehog. Choco, was geht ab? Ah, Berufler, was willst du denn jetzt? Ey, du hast übel reingekackt, ey, Flo, jetzt mal ohne Spaß. Du hättest jetzt nicht anrufen müssen. Das war gerade die Chance des Jahres mit Choco. Na, schon verloren. Wann kommst du endlich nach? Jetzt, wo ich ein Date habe, ich muss Zeit gewinnen. Ich habe noch so viel zu tun oder so. Oh, verstehe. Naja, selbst Stolz, wir haben hier jetzt eine Schneewaldschlacht. Wer ist überhaupt da? Ja, cool, tschüss. Alles klar. 100%, dass Choro genauso reagieren würde. Naja, so. Also, was sagst du? Zum Date? Ich könnte Interesse haben, vielleicht. Joa! Also, ja, cool. Oh, jetzt ernsthaft. Er wollte gerade Nein sagen. Was wollt ihr alle von mir? Könnt ihr mich nicht einmal in Ruhe lassen? Wird mal Richter angerufen. Oh, okay, nein, ja, stimmt, natürlich muss ich jetzt gerade. Jetzt wird wieder alles an mir ausgelassen. Das war jetzt aber nicht so nett. Marco, was wird der denn jetzt? Naja, sorry, Marco, ich dachte, du wärst wer anders. Dass es jemand anderen. Dass es jemanden gibt, den du eher anschreien würdest als mich. Naja, das klingt echt surreal. Aber wir haben jetzt größere Probleme. Rani Kausch ist soeben geflohen. What the fuck? Wie konnte es passieren? Sie wusste doch nicht mal niemals, dass ihr kommt. Wahrscheinlich wusste Sagan bereits Bescheid und hat sie gewarnt. Warum tut er sowas? Das ist echt sehr schlecht für uns. Was ist los? Gibt's Probleme? Kausch ist entkommen. What? Sie ist eine Massenmörderin. Sie könnte auch hier hinter uns her sein. Felsen und ich haben schon überall Suchtrupps hingesendet, aber wir haben noch nichts gefunden. Ja gut, mit Felsen als Teamleiter auf jeden Fall nicht. Wir nehmen jetzt Sagan fest. Wir müssen auch gehen. Zu Marco und den anderen. Alles klar. Wer weiß, vielleicht begegnet ihr was hier auf dem Weg hierhin. Oh. Ums Gebäude und auch hier stehen überall Polizisten. Chefrichtermeister Sagan, Sie sind unter Arrest fürs Verhelfen der Flucht einer Massenmörderin. Ring. Man hat nur eine legale, aber auch eine morale Pflicht, Gesetze einzuhalten. Andersrum hat man auch also auch eine morale Aufgabe, sich ungerechten Gesetzen zu weigern, so Martin Luther King. Right. Was soll das bedeuten? Wir sind in einem total anderen Universum. Was willst du jetzt mit Martin Luther King? Ich akzeptiere meine Schuld im Sinne, dass ich Kausch zur Flucht verholfen habe. Aber mein Handeln dient einem größeren Ganzen. Wenn ich mich also für die Gerechtigkeit aufopfern muss, so sei es, es ist nur ein geringes Opfer. Hören Sie auf mit dem Unfug. Wo ist Rani Kausch? Nicht hier. Wirklich? Das sehe ich selbst. Wo ist sie? Diese Information ist für euch nicht verfügbar. Scheiße, Mann. Telefon Joker. Ironie des Schicksals für Marco. Wir werden es schon herausfinden. Felsener festnehmen und zum Verhör bringen. Jawohl, Sir. Boah, Felsener bewegt sich. Im Namen von mir sind Sie verhaftet. Kommen Sie friedlich mit mir. Wie erwünscht. Fuck, Alter. Der 100% des Felsener versagt. Heute ist einfach nicht mein Tag. Jetzt wäre wohl der perfekte Zeitpunkt, ein paar Fragen an Marco zu stellen. Also, Inspektor. Für dich immer noch Staatsanwalt. Du wurdest wieder befördert. Du Idiot. Ich wurde nie degradiert. Aber jetzt, wo der Fall zu Ende ist, ist hier alles wieder beim Alten. Naja, und was ist hier gerade passiert? Inspektor Felsener und sein Trupp sind sofort los, um Kausch festzunehmen. Aber als wir alle hier ankamen, war sie bereits verschwunden. Und das, was du gesehen hast, geschah direkt nach unserer Ankunft. Aber dann kann sie doch nicht so weit weg sein. Ich fürchte schon, die gesamte Gegend wurde gründlich abgesucht. Wäre sie hier irgendwo, hätten wir sie längst gefunden. Oh verdammt, was machen wir denn jetzt?
abwarten und Tee trinken für euch. Auf den Jasmin-Tee könnt ihr mich sogar einladen. Boah, das sind weise Worte, die ich sogar immer verwenden würde. Obwohl ich eigentlich persönlich Tee hasse. Aber Jasmin-Tee ist so ein Onkel-Hero-Insider, der... Das muss man einfach trinken, wenn es angeboten wird. Solltet ihr irgendwelche Spuren oder so finden, meldet euch unverzüglich bei mir auf dem Polizeirevier. Wir können ja mit Sagan reden. Wenn er lügt, kann ich ja meinen Magatama nutzen. Der müsste wohl wissen, wo Kausch sich versteckt. Sagan, du Verräter! Badum! Naja, viel Glück noch. Ich meine Schatzanwalt. Darf ich jetzt endlich mein... Oh, ich darf mich mal bewegen. In ARC ist es echt ein Highlight, wenn man sich mal selber bewegen darf und nicht dauernd Texte lesen muss. Das ist wirklich so. Wir sind schon bei fast 2 Stunden. Nee. Wir sind 3 Polizisten und eine Wache, ein Inspektor und ein Schatzanwalt und insgesamt 8 Loser. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn, was du laberst. Wir sind 3 Polizisten und eine Wache. Ein Inspektor und ein Staatsanwalt und insgesamt 8 Loser. Und wer sind die 8 Loser dann bitte? Was sagst du mir so? Ich habe alles unter Kontrolle. Haha, nein, eigentlich nicht. Ja, das glaube ich dir. Ich werde wohl mehr als nur Glück brauchen, um eine Massenmörderin zu fangen. Yo, Marco. Solange du nicht selber drauf gehst. Ich glaube, ich habe meinen Ofen angelassen. Das ist echt ungünstig. Ja, das glaube ich dir wirklich. Wir waren so schnell wie möglich hier und doch zu spät. Ja gut, von euch habe ich jetzt auch nicht so viel Coolness erwartet. Wo muss ich denn hin? Grüezi. Hallo, ich bewache das hier. Was denn überhaupt? Hallo, ich bin hier im Einsatz. Geil, ne? Ich mag die Wüstenmusik. Habe ich das eigentlich schon mal erwähnt? Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Ich mag die Wüstenmusik. Grüezi. Wegen der Sperre ist hier gesperrt. Was? Wegen der Sperre ist hier gesperrt? Geil. Was sagst du? Geil. Wo geht's hier nochmal lang? Das Asylum. Komm, das war gesperrt, okay. Das heißt, ich muss den Chefrichter berühren und Vanitas befragen. Aber warum ist die Comarxa-Route frei? Ah, darum. Würde mir echt mal gern wissen, was da hinten ist. Da muss auch noch jemand wohnen, oder? Alex vielleicht. Ah, ne, warte mal, der ist da oben. Wo kann man hier hin? Los, nicht nur schlechte Erinnerungen an Lea und Keenan. Ach so, da sind wir. Hä, wo bin ich denn hier? Ach so, das ist der Gerichtssaal, ich Depp. Ah, Joe der Edgehog. Da bist du ja endlich. Ja, ich hatte eher noch was mit dieser Couch-Sache zu tun. Du meinst, weil sie geflohen ist? Denk nicht zu sehr darüber nach. Mein Team wird sich um sie kümmern. Und um André, diesen Idioten, kümmern wir uns auch. Aber Joe, dafür habe ich dich nicht hergerufen. Ich darf dich doch Joe nennen, oder? Du hast mich auch nie gefragt, ob du mich Klo, was auch immer nennen darfst. Warum ist auf einmal so nett? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache hier. Also, worum geht's denn hier? Zuerst einmal hast du vor Gericht gut gekämpft, obwohl ich dein Gegner war. Das hat zuvor nur einer geschafft, nämlich Hydrodon Scarlet. Du hast alles gegeben, um Salz für unschuldig befinden zu lassen. Das war, weil die Fakten auf meiner Seite waren. Wäre Salz wirklich schuldig gewesen, hätte selbst der beste Anwalt es nicht geschafft. Es ist schön zu sehen, dass Leute noch an Märchen glauben. Was ist mit dir? Hast du gedacht, Salz wäre schuldig? Anfangs ja. Allerdings nicht wegen den Beweisen. Ich wusste, dass sie keinen Sinn ergeben. Es gab da einen anderen Grund. Einen anderen Grund? Deswegen habe ich dich heute hierher gerufen. Ich will, dass du nicht den gleichen Fehler wie ich machst. Denn so wie ich, so gibt's auch du niemals auf. Und obwohl es gut ist, wenn man seine Sache ernst nimmt, so kann man auch zu weit gehen. Doch, bist du wirklich bereit, die Wahrheit zu erfahren? Nein! Choro, bitte. Sei wirklich richtig. Erfahre bitte nicht die Wahrheit. Erfahre die andere Wahrheit, aber nicht diese Wahrheit. Okay, gut. Ich nehme es mal jetzt mal auf eine andere Wahrheit hin, okay? Dam, dam, dam. Wenn du wirklich bereit bist, dann zeige mir etwas. Und was? Zeig mir, dass du verstehst, was ich meine. Worum es in diesem Fall geht. In Ordnung, dann mal los. Coole Musik, aber ich habe keine Ahnung. Was willst du denn? Nimm das! Du denkst also, du bist bereit. Ach so, scheiße, ich hätte bestimmt Beweise sammeln müssen. Ja, bin ich. Okay, dann sag mir noch mal, womit das hier zu tun hat. Das ist... Ja, ich kann es hundertprozentig nicht lösen. Ich muss wahrscheinlich noch irgendwas finden. Ja, ja. Wenn das schon so angepriesen wird, dann heißt es, dass ich das noch nicht hab. Okay, dann werde ich jetzt
alles in die Wege leiten, um zu suchen, zu suchen, zu suchen, zu suchen, zu suchen. Oh, hi. Tretet näher. Auch hier wird er sein Teil dazu beitragen. Chefrichtermeister Sargam. Ich bezweifle, dass ich noch viel länger Chefrichter sein werde. Aber lass mich dir eins sagen. Wenn du hier bist, um zu fragen, wo Kausch ist, solltest du deine Atem nicht mit mir verschwenden. Ohne Erfolg hat die Polizei bereits alles versucht. Ich weiß es aber leider selbst nicht. Und selbst wenn ich wüsste, würde ich es nicht mitteilen. Aber warum würdest du dich für eine Massenmörderin aufopfern? Du würdest es nicht verstehen. Es war meine Pflicht. Jeder ist nicht nur den schlechten Taten, die er begangen hat, schuldig. Er ist auch all den guten Taten, die er nicht begangen hat, schuldig. Wir können sie nur denken, dass sie etwas Gutes getan haben. Kausch hat alles Recht der Welt, frei zu sein, so wie jeder, der unschuldig ist. Eine Schande, dass du nur über ihren Aufenthalt dort Bescheid wissen willst. Ich weiß andere Sachen über den Fall, die du viel interessanter finden könntest. Oh? Was soll das heißen? Alle denken, ich sei wahnsinnig. Ich sei ein Verräter. Aber sie sind die, die falsch liegen. Herr Hedgehog, sie sind anders. Ich kenne es. Sie wollen Gerechtigkeit. Doch bist du auch bereit dafür? Natürlich bin ich bereit. Also erzählen sie endlich. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich frag mal ruhig. Warum haben sie Kausch geholfen und dem Richter die Schuld für einen Mord gegeben? Ich hatte zwei Gründe. Der erste war mein Schüler. Er hat die Macht, ein großartiger Richter zu werden, doch Salz hat alle wichtigen Fälle gekriegt. Salz war die Nummer 1 und ich konnte nicht mit ansehen, dass mein Top-Schüler nur die Reste von diesem Mann abbekam. Schlechtes Image für mich wäre das. Würde nicht sagen, dass das hier besser ist, aber naja. Das ist trotzdem kein guter Grund, das Leben eines unschuldigen alten Mannes zu zerstören. Unschuldig sagst du, wie gut kennst du diesen Mann denn wirklich? Was weißt du über den Richter all deiner Fälle? Ich kenne ihn. Er würde keine Fliege was zuleide tun. Welch Schande. Es gibt so viele Dinge, die er nicht versteht. Salz, der Mann, und Salz, der Richter, sind zwei unglaublich verschiedene Personen. Salz, der Richter, hat in der Vergangenheit einige unverzeihliche Dinge getan. Das glaube ich nicht. Natürlich nicht. Aber ich spreche die Wahrheit, also eine andere Wahrheit. Die Opfer, die er brachte, nur um sich selbst zu schützen, es ist widerlich. Soll das heißen, er hat unschuldige Leute verurteilt? Ich sage nur, die Stadt braucht einen neuen Richter. Darum habe ich versucht, der Welt einen Gefallen zu tun. Sie sind ein widerlicher Mann. Ich bin noch nicht fertig. Ich sagte, ich hatte zwei Gründe. Und mein zweiter Grund war Gerechtigkeit. Gerechtigkeit? Junger Mann, du suchst auch die Gerechtigkeit, aber du suchst nach einer falschen Art. Früher war nur ein Faktor wichtig. Wahrheit. Heutzutage wird bestimmt, ob ein Mann schuldig oder unschuldig ist, durch Beweise und Aussagen, wobei diese alle gefälscht und gelogen sind. Zu oft werden unschuldige Menschen für schuldig befunden, wegen Umständen, die sie nicht unter Kontrolle haben. Diese Welt ist nicht mehr gerecht, sie ist korrupt. Ja, das kann man so stehen lassen. Richtern wie Salz geht es nur um Ruf, nicht um Gerechtigkeit. Und obwohl wir alle noch die Worte unserer Vorfahren niedergeschrieben haben, so haben wir doch ihre Ideale aus den Augen verloren. Voltaire sagte einst, dass es besser ist, einen schuldigen Mann gehen zu lassen, als einen Unschuldigen zu bestrafen. Im Zweifel für den Angeklagten. Du sagst das zwar alles mit großen Wörtern und komplizierten Sätzen, doch es ist klar, wer du wirklich bist, Sargon. Am Ende bist nämlich du derjenige, der Sachen nur in seinem Interesse tut und nicht Richter Salz. Du würdest jeden betrügen, damit es dir hilft, weiterzukommen. Du hast es mit Salz getan. Du denkst, dass ich das nicht über mich selbst weiß? Dies war der große Antrieb, der mich dazu brachte, meine Gründe zu beweisen, indem ich Kausch helfe. Nur deswegen bin ich überhaupt hier. Würde ich das tun, wäre ich egoistisch? Warum denkst du, es war gut, eine Massenmörderin zu befreien? Ein Mörder ist eine Person, die Leute tötet. Das hat Kausch weder getan, noch ist sie in der Lage, es je zu tun. Warum bist du denn überzeugt davon, dass Kausch unschuldig ist? Kein gescheiter Mensch würde glauben, sie sei schuldig. Aber sie hat selbst gestanden und sie wurde als Psychopathisch diagnostiziert. Sie ist mental sehr unstabil, doch hat sie nichts Falsches getan. Wisst ihr überhaupt, wie das damals abgelaufen ist? Die Polizei hat den Massenmörder nicht gefunden und der Staat hat sehr viel Druck auf sie alle ausgeübt. Niemand konnte den Massenmörder namens Mysteriöser Power Blauer Panzer finden. Nichts an Hinweisen hat Sinn ergeben. Und als dann eine junge Psychologiestudentin, die mental unstabil war, zur Polizeistation kam und alles gestand, wurde nicht mal nachgefragt. Sie wurde sofort festgenommen. Es war so viel einfacher, alles auf ihren Zustand zu schieben, als die Stücke zu erklären. Lügner, es ist gar nicht so abwegig, wie du sagst. Immerhin war sie Psychologiestudentin. Genau, Psychologie hat doch irgendwas mit Psychozeugs zu tun, was uns niemand versteht. Sie musste den wahren Sinn dahinter gekannt haben. Ich habe eine andere Antwort, die noch niemand in Betracht gezogen hat. Was, wenn der Massenmörder in diesem Fall gar nicht wahnsinnig ist, sondern einfach nur böse? Einfach nur böse? Das ist viel zu einfach!
Ich kann es nicht beweisen, aber ich bin mir sicher, eine dunkle Wahrheit verbirgt sich hinter diesem Fall. Fuck, die Fortsetzung? Denkst du, es ist nicht möglich, dass du derjenige bist, der die Wahrheit nicht erkennt? Ich wusste bereits, dass du sowas sagen würdest. Doch solltest du wirklich auf der Suche nach Gerechtigkeit sein, empfehle ich dir, in der Polizeistation nach den Akten zum KM7-Fall zu suchen. Dann wirst du schnell bemerken, dass du noch so viel zu lernen hast, was den mysteriösen blauen Panzer angeht. Okay, dann gehen wir mal. Danke, Sagan. Gut. Aber ich sehe, wir haben schon eine halbe Stunde aufgenommen. Ich denke, es wird Zeit, euch in diesem Part auf jeden Fall zu erlösen. Warum hat Zeri 100 Leben und ich nur 50? Egal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann der Sache auf den Grund gehen. Das hat alles wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr zu bieten, als wir alle noch bis jetzt schon wissen. Und bis zum nächsten Part dann. Ciao.